Aldemar HD. Toll. Oh yeah, guter Beat. Hey Leute, hier ist Aldemar und wir spielen Space Colony. Ein altes Spiel, wurde remastered, kam 2015 raus, also als remastered und habe ich damals gespielt, als ich noch sehr jung war. Und es war sehr cool. Also ich kann es empfehlen von den Space Colony Games, und das heißt ja sogar Space Colony, eins der besten, der jemals rausgekommenen und sehr... Was ist das für ein Alien? Ja, wie auch immer, los geht's. Das Intro ist auch ganz lustig, als so die Leute, das sind so alles so Stereotypen. Also, naja, los geht's. Landeteam, hier Control. Wie läuft's bei euch da unten? Alles bestens. Der reinste Spaziergang. Sind im Landeanflug. Eine Minute bitte. Kein Problem, Ines. Hoffentlich ist hier besser als auf dem letzten Planeten. Keine Bar, nichts los, total langweilig. Die Firma sucht sie aus, Stick, nicht ich. Ja, ja. So übel war's gar nicht. Da gab's einen Whirlpool. Okay, fertig machen zur Landung. Sicher gelandet, Control. Bitte Scheinwerfer einschalten. Computer! Sauerstoffwerte stabil, Druck stabil, Innentemperatur bei 2 Grad und steigend. Verdammt, ist das kalt! Hör auf zu jammern, Stick! Ich jammere aber gerne! Schluss jetzt, geh ans Schaltpult! Nitratwerte sehen gut aus, hier müsste es ausreichend Nährstoffe geben. Sag bloß nicht, diesmal bekommen wir was zu essen. Wenn du Glück hast. Und was hast du? Schwache Anzeichen von Leben. Ein paar stärkere, aber nichts in der Nähe. Lass es durch die Datenbank laufen. Geht nicht. Zu viele Störungen. Was sein ist der Sturm. Was auch immer es ist, wird es uns Ärger machen? Nichts, womit Stick nicht fertig wird. Gut, hier gibt es riesige Eisenvorkommen. An den Spurenelementen arbeite ich noch, aber ich denke, mit Eisen ist hier am meisten zu verdienen. Ich gehe davon aus, dass dir das Menü bekannt ist, Venus. Möchtest du jetzt bestellen? Klar. Kannst du uns für den Anfang ein paar Schredder und einen Eisenbohrer geben? Für Stick ein Steak, rosa gebraten. Klar doch. Wer kommt als nächstes runter, Control? Tammy, sie stößt zu euch in 5. Verdammtes. Oh, Mann. Damit wäre unser Profit im Eimer. Ich meine, was zum Teufel will sie überhaupt hier unten tun? Ich lasse sie das Trainingsprogramm durchlaufen. Ja, zum 100. Mal, Mann. Das bringt nichts. Solange ich sie nicht an der Backe habe, ist mir das egal. Dann starte es mal besser. Sieht aus, als wäre sie zu früh dran. Das war ein Scherz, oder? Hallihallo, Schätzchen. Hi, Tammy. Toll, dich zu sehen. Ich habe gerade das Trainingsprogramm für dich geladen. Also, ich hatte gehofft... Computer, leg los. Blackwater Industries. Energie- und Sauerstoffwerte auf Einsatzwerte erhöhen. Arbeiterin Tammy, bitte neu mit diesen Kontrolleinheiten vertraut machen. Nährstoffvorräte zum Ausbau der Basis anlegen. Nährstoffvorräte zum... Okay, Kolonie los geht's. Aktiviert. Personenshuttle kommt an. Cool, oder? Guck mal, wie das aussieht. Ich dachte mal damals, das wäre unter Wasser. Weil das ein bisschen so aussieht. Eine neue Arbeitskraft ist angekommen. Venus. Arbeiterin Venus. Ich meine, es könnte auch glatt unter Wasser sein, so wie die sich bewegen. Eine neue Arbeitskraft ist angekommen. Arbeiter Stick. So, jetzt bauen wir den guten Herrschaften erstmal ein paar... Wir machen die Musik mal leiser. Auf 15 oder so. Weil die muss nicht so laut... Oh, wir müssen auch mal speichern. Speichert. Eine neue Arbeitskraft ist angekommen. Arbeiterin Tammy. So, wie viele Betten können wir denn hier machen? 1, 2. Da könnten wir 4 Betten hin machen, oder? Machen wir hier die Betten hin. Ich glaube, man kann die nicht drehen. Ich bin mir nicht sicher. Dann brauchen wir noch einen Esstisch. So. Benötigt. Und wir brauchen eine Disco.
Wer kennt das nicht? Ja, wir brauchen immer Diskos. So, also, Venus, ja, geh an die Energiezugewinnung. Tammy, melde mich zum Dienst. Tammy, okay. Mach hier Sauerstoff. Okay, jetzt müssen wir gucken. Wir brauchen erstmal Licht. Leuchte. Leuchte. Kostet das eigentlich Strom? Das weiß ich gar nicht. Gebäude kann hier nicht errichtet werden. Ich mach die Musik mal aus, sie ist schrecklich. Ah. Jetzt hört man nur noch den Flugzeuglärm von mir. Überschreiten bestätigen. So, okay. Wunderschön. So, wir haben das. Dann machen wir mal Nährstoffförderanlage. Nährstoffförderanlagen. Ziemlich cool, das Ding. Persönliche Nachricht. Oh. Ich dachte, ich sollte mehr Erfahrung am Schaltpult sammeln. Nee, du machst jetzt mal das hier. Naja, ich weiß gar nicht, wie man das benutzt. Ach so, was kann die denn eigentlich? Worin ist sie denn am besten? Keine Arbeit zugewiesen. Tammy, macht mal hier... Wie zum Teufel funktioniert das? Ach so, sie ist für Energie da. Gut. Dann macht der Stick, ist hier... Ich weiß nicht, wie man dieses Ding benutzt. Ein Missionsziel wurde erreicht. Wenn's dich anmacht. So, Stick. Ah, jetzt geht's. Du bist der Boss. Boah, dieses Tammy ist ja ekelhaft, oder? Der ist Norweger. Mit dem Akzent. Ja, ich dachte, er wäre Schweizer, nach dem Schwede. Aber er ist Norweger. So, haben wir Industrie. Dann haben wir hier ein bisschen Pflanzen. Das ist immer was Hohes hier, oder? Da freuen die Leute sich doch. Da geht leider nichts. Oh, das ist da. Das ist natürlich blöd, aber das muss man immer in die Nähe bauen. Wir könnten auch Luftschleuse und zwar hier hinbauen. Und zwar vielleicht hierhin. Das wäre doch ganz gut. Zack. Da muss er nicht immer so weit laufen. Es gibt auch so ein Auto, damit können die rumfliegen, aber... Wenn ich halt mit jemandem rede, drehe ich noch komplett durch. Ah, okay, warte mal. Die können doch miteinander reden. Ich habe das Tutorial nochmal gespielt, zum Gucken. Aber das Ding haben wir nicht. Venus, okay. Du kannst ja mal... mit Tammy reden. Sauerstoff haben wir noch. Energie haben wir auch. Hier haben wir die Brücke. Da sehen wir das. Mutterschiff. Ah. Live-Video-Show. Show. Ja. Feed. Mutterschiff Pandora. Umkreist den Planeten. Oh, er hat es aber jetzt noch gar nicht benutzt. Pass bloß auf. Oh, die hassen sich. Komm, du musst das jetzt benutzen. Wir brauchen unbedingt Essen. Mit dem ich reden kann. Tammy ist. Rede doch mal mit Venus. Okay. Nee. Deswegen ist er reingegangen. Ach so. Wie geht's? Ah, hey. Geht doch. Das war's schon. Guck jetzt, benutze das Ding. Das ist super cool. Dieser bescheuerte Akzent. Ist cool wieder. Nein, du musst es doch einsammeln. Nachricht. Ich muss unbedingt anfangen, ein paar Grundnahrungsmittel zu sammeln, sonst haben wir bald nichts mehr zu essen. Da muss jetzt Venus losgehen, weil der Dings will nicht. Okay. Jetzt nur wegbringen müssen, die faule Sau. Spielt lieber mit seinen Muckeln. Muckis. Nebenarbeit. Man kann auch irgendwie... Ach, hier kann man schneller machen. Oh, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Da, jetzt bringst du das. Jetzt können sie nämlich da essen gehen. Super. Wir machen mal hier den Nebensound ein bisschen lauter. So. Persönliche Nachricht. Aha. Hey, sollte ich nicht ein Bett hierher geliefert bekommen? Ach so, scheiße. Tammy, kriegt das Wenn's Bett? Wenn's dich anmacht. Guck, wie bescheuert das aussieht. Sting bekommt Sorry. Das Bett? Warte, wir warten, bis sie da fertig ist. Ja, kein Problem. Oh, die hat das normalste Bett. Missionsziel wurde erreicht. Jetzt brauchen wir noch Grundnahrungsmittel. Ich finde das cool. Das fand ich bei Command & Conquer 1 schon so geil. Immer diese Sammler. So, jetzt bringen wir das auch noch weg. Dom, dom, dom. Guck mal, wie cool der aussieht. Grüne Paste, sehr gut.
Sehr schön. Das müsste dann alles gehen. Energie haben wir genug. Ach, dieses Bett von Tammy. Guck mal. Tammy, was ist das überhaupt für ein Name? Tammy ist so ein richtiger Assi-Name, ne? Es sei denn, hier heißt jemand Tammy. Entschuldigung. Toller Name. Leuchte. Ich meine, er passt halt zu ihr. Leuchte. Man hat doch diese Begrenzungen hier und die kann man, glaube ich, erweitern. Das ist ein bisschen wie bei Siedler. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie das ging. Aber das müssen wir wahrscheinlich hier sowieso nicht machen. Ein Missionsziel wurde erreicht. Ah, sehr gut. Mission erfolgreich. Ah. Das ging schnell. Credits, Bewohnung, Credits übertragen in die nächste Mission? Das wäre ja cool. Aufräumen. Blackwater Industries. Letzte Vorbereitungen vor Eintreffen der Missionsanweisungen. Sauberkeitswerte der Basis sind niedrig und die Moral der Mannschaft leidet darunter. Benutze die vorhandenen Reinigungsstationen, um Abhilfe zu schaffen. Hygieneanlagen und Gemeinschaftsräume sind nun online und stehen der Mannschaft zur Verfügung. Okay. Kolonie aktiviert. Cool, ne? Es geht jetzt weiter. Nächste Mission ist immer noch die gleiche Kolonie. Das ist das Coole dabei. So, wir brauchen jetzt Gesellschaftsbereich. Damit die Leute miteinander reden können. Hey ho, hey ho, wir sind vergnügt und schlau. La 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 la. Hier ist Wartungsposten. Den Innenanlage gegen die Zeit. Okay, warte mal, wir brauchen jetzt erstmal so ein neues. Scheiße, wo machen wir das denn noch? Können wir überhaupt so eine neue Kuppel bauen? Oder eher nicht? Persönliche Waschanlage. Waschanlage. Ich glaube. Vielleicht geht das noch nicht. Müll entsorgen und Kolonisten werden Freunde. War das irgendwo anders? Hilfe, Hilfe. Nein, ich will keinen Hinweis. Persönliche Nachricht. Oh. Ey. Richte mir endlich einen Reinigungsposten ein, damit ich hier mal sauber machen kann, ja? Da freut die sich? Na gut, Sammy. Reinigungsposten. Reinigungsposten. Komm, den tun wir hier so mittig hin. Und machen wir mal einen Wartungsposten. Guck mal, jetzt liegt direkt Müll rum. Persönliche Waschanlage, mit dem ich reden kann. So, jetzt alles vollgestopft. Ich meine. Oh, hier liegt überall Müll rum. Klar. Das ist ein Reinigungsroboter. Sehr schön. Guck mal. Jetzt haben wir schon ein volles Dingens. Strom sollte sich eine Zeit halten. Ach, guck mal, jetzt fährt er hier rum. Aber er hat nur den Besen. Er trägt nur den Besen rum. Naja, ob das so viel bringt. Ich tue gar nichts. Tammy und Sting sollen Freunde werden. Ich weiß gar nicht, ob wir auf die Kamera drehen. Weshalb sind noch mal diese Pflanzen hier? Ey, der hat sich über meine Pflanzen beschwert. Guck mal, wie viel gerne geputzt werden muss. Die jetzt schlafen? Die muss sich unterhalten. Freunde, Feinde. Wieder einsame Cowboy. Sehe ich vielleicht aus wie der einsame Cowboy? Linksklick. Freunde. Dieses Stinktier? Genau, redet miteinander. Holen wir den mal rein. Versplassen müsste ist das nächste. Viele Söhne Medikamente. Viva! Diese Weltraumanzüge sind Arbeiterin Tammy. Persönliche Nachricht. Wir sind Missionsziel wurde erreicht. Da draußen am Rand der Basis. Da blinken so hübsche rote Lichter. Wer hat die denn dahin getan? Dieser persönliche Nachricht. Das sind die Markierungen für die Zone, in der wir arbeiten, Tammy. Das Späherschiff setzt sie hier ab und wir dürfen sie nicht überschreiten. Habe ich dir das nicht schon mal gesagt? Energieleistung 20%. Okay, dann machen wir jetzt mal was putzen. Ist das? Ach so, er kann das gar nicht. Ach, sie macht das schon. Sting, essen. Konnten immer was essen? Was mit Geld? Hast du zu wenig Geld? Oder was heißt das hier? Finanzielles Bedürfnis. Nom, nom, nom.
Ich kann mal ein bisschen lauter machen. Weil ich habe die Musik ausgemacht. Also können wir das andere mal lauter machen. So bin ich immer. Was macht man denn hier? Wartungspost, wenn irgendwas kaputt ist, okay. Strom, ist das ein Problem? Jetzt lass mal die mal putzen, weil es dauert. Hey ho, wir sind vergnügt und schlau. La 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 la. Diese Pflanzen hier? Ich habe cool. Das Gefühl, dass meine Arbeit geschätzt wird. Tammy, mach mal hier weiter Wartung. Ach nee, beide machen das. Guck mal hier. Findest du nicht, ich habe eine Pause verdient? Nein. Persönliche Nachricht. Hey Stick, hast du das gehört? Klang wie eine Markierungsbarke. Schätze, bald geht's hier richtig rund. Was ist passiert? Persönliche Nachricht. Ja, hab's gehört. Irgendwo nördlich, glaube ich. Ein Missionsziel wurde erreicht. Scan doch mal die Gegend nach Vegetation ab, ja? Ich glaube, wir haben einen Lübbelis da draußen. Leuchte. Jemand muss rausgehen und ihn verbrennen, bevor er außer Kontrolle... Mission erfolgreich. Oh. Hey, guck mal hier. Tammy und Sting. Okay, nächste Mission. Garten Eden. Blackwater Industries. Eisenvorkommen nördlich von dir entdeckt. Untersuche die neu eröffnete Zone und orte die Markierungsbarke, um das Eisen zu finden. Scans zeigen auch große Mengen von schnell wachsender Vegetation und damit verbundene primitive außerirdische Aktivität in dieser Gegend an. Diese Dinge müssen beseitigt werden, bevor der Eisenabbau beginnen kann. Cool, bin gespannt. Eure Kolonie aktiviert. Verbotene Zone wird geöffnet. Personenshuttle kommt an. Eindringen von Vegetation entdeckt. Ach, diese hier, die wachsen so. Energieleistung 20%. Eine neue Arbeitskraft ist angekommen. Arbeiter Dean. Hey. Arbeit. Was macht der? Persönliche Nachricht. Hi, ich bin Venus. Schön, hier unten mal ein neues Gesicht zu sehen. Wie ich höre, bist du Mediziner. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich das freut. Persönliche Nachricht. Hey. Kleine Biosphäre. Ich habe gehört, du warst im Basketballteam der Uni. Vielleicht hast du ja auch Lust auf ein kleines Training. Control hat einen Fitnessraum eingerichtet. Das war echt eine vernünftige Anschaffung. Wir haben noch keinen Fitnessraum eingerichtet. Aber der kommt jetzt, keine Sorge. Kleine Biosphäre. Kleine Biosphäre. Das müssen wir mal so setzen, das ist nämlich total tricky. Flur. Persönliche Flur. Nachricht. Hey Stick. Die nördliche Zone wurde geöffnet. Werfen wir dort ein paar Leuchten ab und suchen wir die Barke. Rudermaschine. Persönliche Nachricht. Mach du das, ja? Geldautomat. Ich muss jetzt meinen Pflanzenbekämpfungsposten einrichten. Dieser Lübbelis, den wir gescannt haben, fängt an zu wachsen. Du weißt, was passiert, wenn wir nicht bald etwas dagegen unternehmen. Der verstopft die ganze verdammte Basis. Stepper. Verstärktes Eindringen von Vegetation. Ja, sofort. Sekunde. Kann ich die... Nein. Kann ich das da hinsetzen? Nee, geht leider nicht. Ja, wie machen wir das denn? Wir brauchen einen Flammenwerfer. Ich glaube, den hier. Jätevorposten. Oh Gott, hier ist das überall. Machen wir das hier hin. Und dann bauen wir hier noch eine Luftschleuse hin. Luftschleuse. Zack. Ah, jetzt habe ich Geld. So ist viel besser. Hatte er vorher nämlich nicht. Aber ist immer noch niedrig. Hey da. Dann will ein bisschen tanzen. Wer kann das denn noch machen? Kann Endlich das nur Sting? Bekommen wir unser Geld. Zu Befehl. Ah, er kann das auch. Das ist super. Ein neuer Tag. Ein neuer Dollar. Okay, dann mach du mal hier Reinigung, Wenn's Tammy. Wenn's dich anmacht. Nein, macht's nicht. Boah, Tammy ist so widerlich. Da wird's jetzt verbrannt. Ah, sehr schön. Weg mit den Pflanzen. Willkommen. Wir sind die Menschen. Guck mal, hier ist dieser Wagen. Damit geht alles schneller. Der flitzt dann von selbst durch die Gegend und holt die ab und so. Machen wir den mal hier hin. Persönliche Nachricht. Was sagst du da? Wir können endlich Ein die Space Bikes Ziel wurde benutzen. Erreicht. Das wird ja immer besser. Da freut sich einer. Persönliche Nachricht. Es wird ein bisschen eng hier. Ich glaube, wir brauchen noch eine Biosphäre, damit wir Platz für alle haben. Wir brauchen noch für den Dienenbett. Zu Befehl. Guck
Cool. Das wäre dann eher mein Bett. So, jetzt kommt deine Dusche hin. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Zum Befehl. So, jetzt hier hin. Zack. Flur. Flur. Die Computerstimme ist super. Gefällt mir. So, jetzt haben wir ja hier den Wartungsposten. Leider können wir hier nichts hinsetzen. Pass auf, kommt ihr hier hin. So, ein bisschen weg davon. Und dann fehlt uns noch irgendwas. Nee, oder? Sonst ist alles okay. Solarkraftwerk. Komm, wir bauen noch ein Solardingens. Zwei Gebäude Stück. Kann hier nicht errichtet werden. Ich glaube, dann können wir auch mehr bunkern. Puff. Ich kann auch jetzt da durchgehen, richtig? Leuchte. Persönliche Nachricht. Ah, Mann, hier draußen wächst dieses Blumenzeugs. Dann kriegen wir auch bald Space Bienen. Ich hasse diese Fiese. Ein Missionsziel wurde erreicht. Markierungsbarke. Guck mal, hier ist Metall, ne? Markierungsbarke. Energieleistung 20%. Machen wir so. Ein bisschen spacige Musik brauchen wir schon. Also. Bitte überschreichen bestätigen. Ein wenig basic Musik. So, und wie können wir das abbauen? Wahrscheinlich sollen wir erstmal alles verbrennen, ja? Okay, eigentlich haben wir genug Nahrung. Sting, geh du mal. Föhn. Lass mal den mal da abbauen. Boah, Alter. Basis wird angegriffen. Entschuldige, kann ich dir helfen? Da oben sind die Space Bienen. Und wie kriege ich die weg? Ich glaube, wir brauchen nur noch die Pflanzen, dann haben wir die Mission geschafft. Dann kommt sowieso nächstes. Leuchte. Pflanzenstrukturen zerstören. Aschenbecher Gebrauch. Entschuldige, kann ich dir helfen? Was macht er jetzt? Geht er die Space Bean angreifen? Das hieß das Nest, oder? Macht's gut, Space Bean. Ein Missionsziel wurde erreicht. Unternehmensbericht. Wir sind zuerst da. Ich hatte sehr niedrige Erwartungen an euer Team und ihr habt sie übertroffen. Gut. Mission erfolgreich. Ach, schade, Mann. Alter, jetzt momentan bei unserer Klimadiskussion natürlich sehr schade, was wir da machen, aber es ist halt ein Spiel. Na gut, Leute, das war die erste Folge Space Colony. Was haltet ihr von dem Spiel? Ich find's toll. Es hat noch viel mehr zu bieten als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Ich hoffe, ihr schaut bei den anderen Folgen rein. Nicht vergessen, den Kanal unterstützen. Da würde ich mich echt freuen. Daumen nach oben abonnieren, falls ihr nicht getan habt. Kanalmitglieder oder auch mich auf Patreon unterstützen. Das würde mir wirklich helfen. Leute, bis zu vielen weiteren Folgen. Haut rein.